Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Freunde, wir waren tatsächlich beim nächsten Mal hier und haben uns weiter mit der Hauptstadt beschäftigt. Und ich sehe gerade, dass wir Herstellungsindustrie brauchen, das ist gut. Weil wir waren dabei, die Hauptstadt zu retten. Und ihr seht, die sieht schon wesentlich besser aus als vorher. Und da bin ich gerade sehr stolz drauf und wir müssen einfach nur die ein paar Gebäude hier abreißen. Was ist denn das für ein schickes Teil? Gewerbebüro. Ja, wir haben zu viele Büros hier. Ganz klar. Und, genau, aber so kriegen wir das halt hin. Und gucken wir mal Jobs und Bevölkerung. Ja. Wir brauchen Büros gerade. Das finde ich sehr gut. Jobs und Bevölkerung. Die Bevölkerung ist halt gleich geblieben, ne? Bevölkerung ist gleich geblieben. Okay. Nicht weiter schlimm. Wir brauchen eine Herstellungsindustrie. Das heißt, wir gehen nochmal raus hier. Und dann hatte ich ja, glaube ich, eine neue... Ja, hier, die war das. Aber die ist schon voll. Das ist halt so klein alles hier. Ist halt so klein. So, okay. Machen wir hier mal eine neue Herstellungsindustriestadt auf. So. Machen wir es mal so. Verdammt. Weil wir wollen ja weitere Gewerbenachfrage generieren, ne? Wenn das Spiel jetzt abstürzt, ne? Dann würde ich schreien. Das hat es nämlich tatsächlich beim letzten Mal nicht gemacht. Das finde ich gut. So. Das soll bitte auch so bleiben. Alles klar. Dann, liebe Freunde, machen wir hier mal Herstellungsindustrie rein. In der Hoffnung, dass wir durch die Herstellungsindustrie, wie wir gelernt haben, weitere Büronachfrage generieren. Weil wir haben in unserer Hauptstadt ja viel zu viele Büroflächen. Für viel zu wenig Leute. Von daher, ja. Gucken wir mal, wie wir das jetzt hier gewuppt kriegen, ne? Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier bei SimCity 4. Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Geht sehr gut. Muss mal wieder arbeiten. Aber das gehört da zum Leben dazu. Da kann ich immer nur zocken. Wobei das auch geil wäre. Aber speziell den Job, wo man fürs Zocken bezahlt wird. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber das wird mir extrem viel Spaß machen. So Spieletester oder so. Oh, und Moment mal. Und Hightech. Aber Hightech brauche ich hier nicht. Deswegen mach mal bitte die Steuer hoch. So. Genau. Dann siedelt euch mal an, ihr Herstellungsbetriebe. Sehr schön. Was Herstellungsindustrie angeht, werde ich auch die Geschenke akzeptieren. Weil... oh, das war's schon. Okay, sehr gut. Ui, hart und Stil. Sehr schön. Ach, verdammt, Feuer. Ja. Weil die halt mehr Jobs bringen. So, okay, dann machen wir hier einfach direkt, zack, so. Perfekt. Das Kraftwerk auch doch, ja, wenn das ausfällt. So, wir brauchen mehr Herstellung. Wunderbar, und ihr seht direkt wieder Gewerbe nach. Perfekt. Genau diesen Effekt wollte ich doch haben, Freunde. Genau diesen Effekt wollte ich haben für unsere Hauptstadt. Es ist so wunderbar. Es ist so herrlich, wenn Sachen funktionieren. Ja, wir brauchen weiter wahlreiche Büros. So, wir haben ja genug Flächen. Von daher sollte das eigentlich passen. Wer streikt hier schon wieder? Die schon wieder. Die streiken die ganze Zeit, ne? Das ist so beknackt. Die streiken hier die ganze Zeit rum. Die Ärzte hier. Verdammt nochmal. Dann machen wir jetzt hier einfach sowas hier hin. Nochmal ein Krankenhaus. So, die Nachfrage ist erstmal wieder unten. Aber jetzt wieder oben. So. Sehr schön. Wieder Büros. Wir brauchen Büros. Wir brauchen Büros. Ah, hier oben bin ich mittlerweile zufrieden.
Da bin ich mittlerweile sehr zufrieden mit. Mach mal den Bäume-Trick bitte hier. Genau. Diese Gebäude mal wieder revitalisieren hier. So. Ja. Und dann. Ja, schaut euch das an. Gewerbenachfrage. Ach, wunderbar. Wunderbar, Freunde. Das passt. So, und Lehrpersonal nimmt Auszeit. Was für eine Schule ist denn das? Oh, 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 was ist denn hier los? Hallo. Eine große Grundschule ist das. Okay. Was reißen wir dafür ab? Das ist jetzt die... Oha, was geht denn hier? Ach, das Gefängnis ist... Okay, das Gefängnis. Der Knast also. Was reißen wir denn dafür ab? Das ist jetzt echt die gute Frage. Was reißen wir dafür ab? Ein Gewerbegebiet. Ja, komm, ein Gewerbegebiet. Dann lass, bau hier mal eine Schule hin und dann haben wir hier auch direkt die Schüler. So. Dann haben die auch aufgehört zu streiken. Wunderbar. So, ja, und dann können wir fast schon weitermachen mit der Hauptstadt, wa? Das ist ja... Läuft gut. Muss ich sagen, läuft sehr gut. Wir brauchen einfach Bürger, Einwohner. Aha, und wieder Gewerbe. Ach, das ist so herrlich. Es ist so herrlich. Okay. Können wir mal gucken, ob die hier... Ah, hier müssten wir mal wieder eine Schule aufbauen. Und die Finanzen sind auch relativ stabil, wie ihr seht, ne? Das heißt, Gesundheit und Bildung sind beide oben. Schulbus und Ambulanzen müssen wir hoch. Okay. Das heißt, wir können wieder an Stadtverordnungen denken. Und zwar an diese drei Sachen. So, genau. Den Nachbarschaftshandel müssen wir uns mal drum kümmern. Oh, wir können keinen Müll mehr exportieren. Wartet mal, wo haben wir hier irgendwo Müll? Müll, Müll, Müll? Ah, Müll gibt es noch keinen. Okay, das ist gut. Das ist echt gut, okay. Das heißt, wir können fast weiterbauen. Ne? Hightech-Industrie brauchen wir jetzt. Gut, dann gehen wir in die Hightech-Stadt. So, das freut mich wirklich, dass wir jetzt hier weitermachen können. Hier haben wir eine große Hightech-Stadt. Sehr schön. Da haben wir ja noch einiges am Platz hier zur Verfügung. So, da können wir hier auch den schönen Bäume-Trick mal machen. Habe ich nämlich in meinem privaten Let's Play auch, also in meinem privaten Durchgang auch festgestellt, dass der der Bäume-Trick so viel bringt. Guckt euch das mal an. So, hier überall Bäume. Oder haben wir hier ein Müllproblem? Kann das auch sein? Wartet mal, Müll. Guck mal bitte, Müll. Nee, wir haben kein Müllproblem. Okay. Luftverschmutzung vielleicht? Nö. Stadtverordnung können wir dafür aber machen. Oder haben wir schon? Okay, haben wir schon. Okay, Jobs und Bevölkerung. Hightech-Industrie. Ja, es geht wieder runter, warum auch immer. Nicht weiter schlimm. Einfach den Bäume-Trick so, zack. Wir haben ja genug Flächen hier. So, schaut euch das an. Wir haben genug Flächen. Einfach diesen schönen, schönen Bäume-Trick. So. Wunderbar hier. Und so kriegen wir weitere Jobs hin. Ja, für dich. Ah, wartet mal. Ich weiß, was die brauchen. Erstmal Kraftwerk, 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 Kraftwerk. So. Die brauchen Feuerwehren. Genau, weil Feuerwehr ist auch nochmal ganz wichtig, oder? Hier unten haben sie halt keine, ne? Das ist es. So. Genau. Feuerwehr ist auch ganz wichtig für Hightech-Industrie. Die brauchen Feuerschutz. Damit sie sich ausbreiten. Bau alles Deal auf einmal, bitte. So. Und ja, dann können wir schon weitermachen. Neue Flächen aufmachen.
Und dann wieder neue Nachfrage zu generieren für die Hauptstadt. Oh, ist das cool. Es geht wieder voran, Freunde. Das ist so ein gutes Gefühl. Wenn es wieder vorangeht. Verdammt. Haben sie kein Wasser hier. Das ist so ein gutes Gefühl. Nach so vielen Folgen von Reparieren von Hauptstadtproblemen haben wir jetzt endlich mal wieder das Gefühl, dass es läuft. Okay, sehr schön. Das macht doch auch schon wieder viel mehr Spaß hier. Wobei nicht, dass wir die letzten Folgen keinen Spaß gemacht haben, aber es ist doch besser, wenn die Hauptstadt wächst. Finde ich wirklich. So, dann bauen wir hier ein paar Parks hin. Parks und Bäume, das ist hier so der, mein Grundrezept. So, schaut euch das an. Wenn wir die Parks hier bauen, ja, dann kommen sie. Dann kommen sie. So. Was habe ich da gerade gelesen? Nuklear? Das wäre natürlich cool, ne? So, dann machen wir eine Feuerwache hier hin. Wir haben keinen Feuerschutz. So. Und ihr braucht weitere Hightech-Industrie. Die Kurve sinkt minimal. Okay. So, da machen wir hier. Genau. Guckt euch das an. Oh, schön hier. Ein Wald pflanzen. Und da kommt die Hightech-Industrie. Sehr schön, Freunde. Ach, das ist gut, ey. Das ist gut. Ja. Ah, Gewerbenachfrage. Komplett. Das sieht doch schon wieder... Oha, okay. Atomkraftwerk können wir bauen jetzt, aber lass ich mal. Nicht, dass da ein Atomunfall passiert. Das wäre nicht so doll. So, Job und Bevölkerung. Ja, okay. Och nö, nicht die Umweltschützer, die Wasserpumpe trocken. Warum? Verstehe ich nicht, aber okay. Dann bau halt hier eine hin. So. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Aber ist okay, ist okay. Ja, okay, die Kurve, die ist jetzt stabil. Vielleicht Wasserverschmutzung? Aber eigentlich nicht, ne? Ne, keine Wasserverschmutzung. Sehr wenig. Luftverschmutzung? Auch sehr wenig, okay. Nur hier vorne, warum auch immer. Okay. Nochmal einen kurzen Bäumetrick hier in der Mitte. Vielleicht. Ja, guckt euch das an. Okay. Okay, okay. Sehr schön. Ich glaube, dann haben wir die Hightech-Industrie-Nachfrage noch nicht gedeckelt, aber fast gedeckelt. Das finde ich sehr schön, Freunde. Ah, das läuft, das läuft. Das läuft. Es löbt, wie der Holländer sagen würde. Glaube ich. Ich meine, ich komme nicht aus Holland, ich weiß das nicht, aber... Könnte ich mir vorstellen, dass der das sagen würde. So... Oder der Österreicher, je nachdem. So. Nachfrage gedeckelt. Sehr schön. Alles klar, Nachfrage bedient. Und jetzt hier weiter in der Hauptstadt. Gucken, wie sich das entwickelt und dann können wir weitere Wohngebiete dazu bauen. Ach, ist das geil. Da freue ich mich drauf. So, Bandagenblues direkt hier. Schon wieder. Hört doch mal auf. Ja, gut. Da können wir direkt die Geschenkchen abreißen. Ja. Ja, können wir machen. Ja. So, glaube ich. Verdammt. Ja, gut. Ist jetzt okay. Ist okay. Ja, wir brauchen Büros. Das heißt, das ist sowieso so ein Bereich, wo wir noch einmal den Bäumetrick machen müssen. Hier, genau. Damit sie auch die Büros beziehen, verdammt nochmal. Und könnt ihr jetzt mal aufhören zu streiken? Ich habe euch hier ein zweites Krankenhaus... Oha. Zweites Krankenhaus eben hingestellt. Danke, mein Gott.
So. Ne, die streiken einfach weiter. Ja gut, dann machen wir denen noch eins hier hin. Ich meine, wir können es uns ja noch leisten. So. Machen wir denen noch eins hier hin. So, dann hier. Verdammt. So, hier. Genau, 4-7 und hier 4-6. Das müsste eigentlich passen, so. Alles klar, und so sieht die Hauptstadt schon wieder sehr gut aus. Aber warum seid ihr arbeitslos? Mach mal Boymetrik hier. Warum seid ihr arbeitslos? Das verstehe ich jetzt nicht. Einziehen, los! So, wunderbar. Oh, das sieht geil aus hier, guck mal. Nee, nicht der Flughafen, sondern... Aha! Hotel neben Flughafen. Das ist so Realität, ne? Ein Hotel direkt neben dem Flughafen. Das ist so real einfach. Okay. Die Hauptstadt ist wiederbelebt. Ist das geil. Die Hauptstadt ist wiederbelebt, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft und die Einwohner wachsen auch 800.000 mittlerweile und wir haben eine stabile Gewerbenachfrage. Yes, Freunde. Okay, das heißt, wir können weiterbauen. Lass die erstmal zu Ende bauen. Alles Wohngebiete. So. Jetzt fangen die wieder an zu streiken, oder was? Ja, die streiken. Okay, das heißt, wir brauchen nochmal ein Krankenhaus. Meine Güte. Nochmal ein Krankenhaus, also. Dann mach mal am besten eins Jahr hier so hin. So. Weil hier haben wir scheinbar zu viele Bewohner, oder? Lange Pendelstrecke, ja. Jetzt haben wir wieder zu viele Wohngebäude, oder was? Alles klar, dann mach mal bitte so. Gewerbe. Damit die Bewohner hier schön einziehen. So. Lange Pendelstrecke. Ja, hier kommen Jobs. Leute, hier kommen Jobs für euch. Jede Menge. Ja. Da kommen sie wieder. Ha, sehr schön. So. Alles klar. Ey, das ist so gut gerade. Dass wir jetzt wieder eine schöne, schöne Nachfrage haben. Das heißt, wir können hier endlich mal wieder daran denken, aufzubauen. Ach, ist das geil. Ist das gut gerade. Ist das gut. Da ist da oben sogar noch Platz für Parks. Okay. Dann machen wir hier eine kleine Grünfläche. Hier auch drei. So, perfekt. Alles klar. Dann müssten wir hier jetzt tatsächlich wieder... Bandagen... Och, ich würde gerne weiterbauen. Aber die Ärzte hier, die sind irgendwie... Ich meine, da ist eh ein Geschenkchen. Also dann machen wir hier... Da ist eh ein Geschenk. So, dann machen wir das mal so. Dann sollte das ja jetzt ausreichen. Mal. Jetzt hört doch mal auf. So, danke. Danke. Okay, liebe Leute. Dann sieht das sehr gut aus. Da können wir weitermachen. Sehr schön. Aber wir brauchen hier Bildungseinrichtungen, ne? Und Polizei und so. Und alles. Ja, okay. Machen wir das mal. Falsch aufgebaut, verdammt. Falsch aufgebaut. Ich werde jetzt nämlich auch keine Feuerwehrlandebahnen mehr bauen. Weil ihr seht's, ne? Hier ist die große Feuerwache und schaut euch mal die Landebahn an. Ist nicht wirklich ein großer Unterschied vom Wirkungsradius her. Deswegen, nö, macht da einfach so eine Feuerwache hin. Dann nochmal ein Krankenhaus natürlich, ganz klar, gehört dazu. Speichern.
Speicher nicht vergessen. Dann können wir hier eine Schule hinmachen. Genau, große Weiterführende brauchen wir auch hier. Ich meine, wir können es uns leisten. Das ist es ja, ne? Von den Problemen, die wir hatten, ist nichts mehr zu sehen. Große Grundschule. Ja, sehr gut. Bücherei, Zweigstelle. Und mal einmal ein städtisches Museum, bitte. So, mal gucken, ob das... nö, wird nicht benötigt. Okay, dann weg damit. Dann weg damit und dann können wir jetzt hier weiter unsere Allee ziehen. Ja, wartet mal. Nee, wartet mal. Ich würde ja ganz gerne noch... Ah, es sind gerade so viele Fragen in meinem Kopf. Wir wollten ja auch noch eine Monorail aufbauen, ne? Alles funktioniert. Alles funktioniert. Ach, ist das gut. Alles funktioniert. Alles ist ja auch stabil. Stabil. Alles funktioniert. Es ist jetzt die Frage, Monorail. Oder ganz weglassen. Was machen wir? Ich würde tatsächlich sagen, dass wir jetzt hier dieses Netz einmal einfach Netz sein lassen und uns mal um eine Monorail kümmern, beziehungsweise dass wir die neuen Bereiche dann mit einer Monorail verbinden. So, aber dann machen wir hier vorne tatsächlich... Genau. Gut, das ist dann die Idee jetzt. So. Hier machen wir keine Verbindung hin. Das passt noch mit dem Strom sehr gut. Warum habe ich hier eine Allee hingemacht? Bin ich total blöd? Nur eine Straße, Leute, weil hier ja nur, nur Wohngebäude kommen sollen. Aber hier vorne die Allee, genau, die vorne die Allee, die kann bleiben. Kann die Straße auch damit verbunden werden. Ah, perfekt, Freunde, wir können weiterbauen. Ah, das ist gut. Das ist gerade echt gut. So, Monorail können wir dann hier reinmachen, aber erstmal nicht. So, dann machen wir das mal so. Zack. Zack. Neue Einwohner für uns. Warum zieht hier keiner zu? Wollt ihr eine Bushaltestelle haben oder was ist mit euch los? Bushaltestelle, Bushaltestelle. Bahnstation mal. So und so. Oder haben die kein Wasser mehr? Das kann auch gut sein, dass die keine Wasserversorgung mehr haben. Gucken wir mal. Oh, hier ist schon ein guter... Ah, die haben kein Wasser mehr. Okay. Ja, und schon kommen sie. Das ist ja schon ein krasser Turm hier. Boah, Diamond Center. Yeah. So, dann können wir hier weitere Parks hin machen. Mittlere Grünflächen für den Landwirt. Boah, die stabile Nachfrage. Das will man sehen als SimCity 4-Spieler. Das will man sehen. So, dann machen wir hier mal eine Allee. Genau, weil jetzt machen wir hier nämlich wieder schöne neue Gewerbegebiete. Das machen wir dann. So, genau, wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und zack. Gut, wunderbar. Dann einmal eine kleine Straße hier durch. Einmal Plazas hier hin. Kleine Plazas für die Gewerbe. Haha, genau, guckt. Da kommen sie schon. Da kommen sie schon. Ah, sehr schön. Wie sich unser Spiel jetzt wieder gewandelt hat. Ne? Jetzt machen wir wieder Hauptstadt-Action. Stadt, Bus und U-Bahn.
Jetzt machen wir wieder schöne Hauptstadt-Action, Freunde. Finde ich sehr gut. Wo wir die letzten, keine Ahnung, 6, 7 Folgen in dem Vorort waren, machen wir jetzt wieder schöne Hauptstadt-Action mit schönem Wachstum. So. Jetzt machen wir es einmal so und einmal so. Genau, da kommen wieder die schönen Hochhäuser. Sehr gut. Zack. Wunderbar. Ah, das macht schon wieder richtig Spaß hier. Ist das gut. Freut mich extrem. Jetzt war unser Staubstadt tatsächlich... Boah, wie geil die Häuser aussehen. Ach so, wartet mal. Wo ist denn der Tag-Nacht-Wechsel? Tag-Nacht-Wechsel. Hier, Nacht. So. Aber wie keine Lichter an? Warum habt ihr alle keine Lichter an? Ah, doch. Ah, guck mal, lila Lichter. Das sieht schon geil aus, muss ich sagen. Ah, oder ist Dämmerung? Wartet mal, ich guck mal gerade, ob... Ah, nein! Verdammt. Ich bin hier verklickt, ey. Ah, nee, es ist Nacht. Guckt euch das an. Ah, das sieht geil aus. Sieht richtig geil aus. Oh, aber wir müssen aufpassen. Okay, wir müssen tatsächlich aufpassen. Alles klar. Aufpassen mit der Nachfrage, Freunde. Aber so Schritt für Schritt... Oh, was kommt da? Vitarox Knight. Das sieht geil aus. Sind wieder Büros und wir müssen tatsächlich... Schade. Ne, es werden Büros nachgefragt. Okay. Warte, jetzt sind die Kosten wieder sehr hoch. Oh! Frogface Headquarter. Frogface, was ist das denn? Geiler Name. Das Froschgesicht. Schade, geringe Attraktivität. Oh, okay. Attraktivität, da können wir was machen. Da können wir was machen tatsächlich. Da haben wir hier ja unseren Bäume-Trick. Geringe Attraktivität brauchen wir ja nicht, ne? Da haben wir ja unseren schönen Bäume-Trick. So. Guckt euch das an, was der Bäume-Trick hier ausmacht. So. Dann baut man weiter auf. Aber so schnell kann das gehen, Freunde, ne? Dass wir jetzt hier wieder die Hauptstadt-Action haben und die Leute machen die Lichter aus. Das heißt, es dämmert. Oh. Ups. Da ist eine Rakete abgestürzt. Habt ihr das gesehen? Krass. Aber aufpassen mit der Nachfrage. Ich glaube, wir spielen so ein bisschen mit dem Feuer, was das angeht. Wir brauchen jetzt nämlich wieder reiche Wohngebiete. Beziehungsweise wir müssen warten, bis die Bildung greift. Oh, hier vorne sind auch... Warum? Warum haben wir denn hier die Bildung so kacke? Hier oben auch. Ach, die haben wir neu. Das sind die neuen, ne? Wartet mal, Altersdurchschnitt. Das sind ältere. Ah, okay. Ich glaube, dass wir hier eine Bücherei brauchen. So. Gucken wir mal. Nee, nicht wirklich. Eine Hochschule vielleicht? Vielleicht eine Hochschule? Was braucht ihr? Nee, braucht ihr auch nicht. Warum ist eure Bildung so schlecht? Sagt mal. Aber gut. Ich glaube auch, dass wir noch vorhatten, dass wir den Flughafen hier an den Rand tun, ne? Naja gut, aber ist jetzt gerade... gerade ist, glaube ich, wichtiger, die neue Nachfrage, die wir hier gekriegt haben, zu stabilisieren. Wartet mal. Ja, wir müssen einfach abwarten, denke ich. Wir müssen einfach warten. Oder hier nochmal... Ah, das ist jetzt... Weiß nicht. Das ist jetzt irgendwie komisch, aber... Mach das mal.
probier mal, ob hier jetzt was kommt. Ja, kommen sie, okay. Gut, wir brauchen wieder ein bisschen Geld, aber ich glaube, das passt. Hier, die, warum sind die verlassen? Geringe Attraktivität. Wir haben doch hier Parks. Oder sind das keine Parks hier? Das sind doch Parks, oder? Das sind doch Grünflächen. Mittlere Grünfläche, ja. Nicht attraktiv. Warte mal. Attraktivität. Oh, tatsächlich. Oh, schau dich das mal an. Für die reichen Leute ist diese Stadt nicht attraktiv. Das heißt, wir müssen nochmal Bäume-Trick machen, oder was ist hier los? Wir müssen die Stadt für Reiche attraktiver machen. Also Bäume, 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 oder was? Ich bin mir nicht sicher. Aber warum ist das nicht attraktiv für die Reichen? Am Flughafen ist klar. Geringe Attraktivität. Gut, kümmern wir uns beim nächsten Mal drum tatsächlich. Da würde ich einfach mal sagen, da die Folge jetzt nämlich voll ist. Würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.